Wo steht die Kunst? Welche Ergebnisse und Formate sind relevant? Ist es zeitgemäß oder gar zeitlos, möglichst viel über Malerei zu wissen? Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktion festgelegt sind. Kunst, ein menschliches Kulturprodukt, ein kreativer Prozess. Somit kann alles Kunst sein, ist jedoch ohne Kunst alles nichts. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Kunst verbindet alles und jeden. Das Phänomen, dass das Unaussprechliche jedoch alle Sprachen spricht. Kommunikation, Schwingung, Energie, Frequenz und das Leuchten in den Augen. Beobachtbar und ansteckend. Schon seine Werke sind Ausdruck seines Wesens. Seine Werke haben Geschichte, Idee und Emotion. Ignoranz widerstrebt ihm. Das Exponat Familie. Links die mutterwirkende Form, die ein neues Leben in sich trägt. Rechts der Hund, dominierend als Beschützer mit leuchtenden Augen. Über den Hund ein Junge als dessen Freund. Und über dem Jungen der Vater als Einigkeit des Ganzen. Der Farbfluss der verschiedenen Hautfarben ist konzentriert. Bei dem Bild Engel wird dieser sitzend auf einer Hand getragen. Er verfügt über die seelische Qualität der Sehnsucht. Sehnsucht zum Licht. Das Blau steht für die Botschaft der Harmonie. Abstrahiert, befreit und spiegelt der Seele. Sean Armani wurde am 17. Jänner 2004 in Innsbruck geboren. Seit seinem dritten Lebensjahr spielt er Fußball und mindestens genauso lang geht er bereits bei Isabella Cristo in die Kunstschule und verleiht seinen Gefühlen Ausdruck auf der Leinwand. Er versucht so seine Ruhe in dieser lauten Welt zu finden. Sie glaubt an ihn, sie fördert ihn und dafür liebt er sie. Vielen Dank für deinen schönen Abend. Danke. Danke.